Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir sprechen heute über die While-Schleife. Also C-Sharp programmieren, wir sprechen über die While-Schleife. Das letzte Mal haben wir die Do-While-Schleife gemacht. Die While-Schleife haben wir jetzt schon in Aktion gesehen. Und jetzt schreiben wir es auf einen Zettel zusammen, was wir da gesehen haben. Also eine While-Schleife beginnt mit dem Wörtchen While. Ja. Da machen wir gleich mal auf. Schreiben da drin eine Bedingung, eine Condition. Die eine boolsche Aussage liefert wieder. Klammer zu. Und dann geht's dahin. Geschwungene Klammer auf. Geschwungene Klammer zu irgendwo. Ja. Und da dazwischen schreiben wir irgendwelche Befehle, irgendwelche Statements. Statement 1. Zack, zack, zack. Statement 2. Zack, zack, zack. Und so weiter. So viel wie ich will, so viel wie ich brauche am besten. Ne? Nicht wie ich will, sondern wie ich brauche. Diese ganzen Statements, die werden so lange wiederholt, wie die Bedingung wahr ist. Ja, also genau das gleiche wie bei der Do-While-Schleife, da habe ich jetzt geschrieben, wie die Bedingung nicht falsch ist, aber es geht natürlich wieder um diese Bedingung. Die wird ausgewertet, diese Bedingung gibt eine Aussage, eine boolsche Aussage, wahr, falsch. Wenn die Bedingung wahr ist, rennen wir durch. Dann wird es wieder ausgewertet, wenn die Bedingung wahr ist, rennen wir durch. Solange die Bedingung wahr ist, werden diese Statements hier wiederholt und wiederholt und wiederholt. Irgendwann wird hoffentlich die Bedingung nicht mehr wahr. Fertig, passt, machen wir da unten weiter. Okay? Also, so funktioniert das. Ja? Die While-Schleife muss nicht durchlaufen. Gell? Also schreiben wir auch noch auf. Die While-Schleife muss nicht durchlaufen. Wenn die Bedingung vom Anfang an falsch ist, wird die Schleife nie ausgeführt. Das ist der Unterschied zur Do-While-Schleife. Die Do-While-Schleife ist auf alle Fälle einmal durch und dann hat noch die Bedingung ausgewertet und die While-Schleife wertet zuerst die Bedingung aus und sagt, aha, das stimmt eigentlich überhaupt nicht, von Anfang an nicht, dann machen wir gleich drunter und haben das, was da in der Mitte steht, überhaupt nie ausgeführt. Sollte schon erwähnt werden. Ja? So ist die While-Schleife. Alright? Ja? Jetzt hat das kein fixes Ende. Ja? Es gibt auch noch eine dritte Schleife, die For-Schleife. Es gibt eigentlich nur eine vierte, die For-Each, aber die schauen wir schon später an. Also es gibt eine For-Schleife noch. Mit der beschäftigen wir uns im nächsten Video. Ja. Nächstes Video Vorschleife für dieses Video. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.